herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe heute eine Food-Haul für euch. Ja, ich war im Angebot einkaufen gewesen. Ja, ist schon ein bisschen was dazugekommen für meinen Kühlschrank. Ja, wir legen gleich mal los. Hier haben wir einmal von Tree Granatapfel. Das sind einmal die hier, sind 750 ml in Eistee. 3 Stück für 2 Euro. Hier ist die Nummer 2. Und hier ist die Nummer 3. Also 3 Stück für 2 Euro. So. Genau. Dann habe ich hier noch ein paar Pfefferbeißer mit feiner Pfefferöte räucherfrei. 500 Gramm sind hier drin. Das sind einmal die hier. Sollte eh nicht Knacker ist das. Sowas eine Art. Dann habe ich hier noch 4 Äpfel mitgenommen. Äpfel Royal Gala aus der Tenori. 520 Gramm sind hier drin. 4 Äpfel für 1 Euro waren die. Und dann habe ich die noch einmal mitgenommen. Also habe ich 2 Euro bezahlt für die Äpfel. Na komm. Entschuldigung. So. Dann habe ich hier noch Leipziger Käsesalat, 200 Gramm, 1,80 Euro. Dann habe ich hier noch von Hohmann klassischer Kartoffelsalat mit Gurken und Zwiebeln mitgenommen. Hier sind 400 Gramm drin, kam zweimal mit Kartoffelsalat, zweimal. Dann kam hier nochmal der Leipziger Käsesalat mit 200 Gramm, noch einmal mit 1,80 Euro, zweimal mitgenommen. Hier habe ich ja mal was Neues mitgenommen, das ist neu von Hohmann, Lachs-Brataufstrich ist das hier. Das wollte ich gerne mal ausprobieren, ich esse ja gerne Lachs, aber in so einer Form habe ich die noch nicht so gegessen. Ich habe das immer nur mit dem Lachs zum Drauflegen gegessen, habe ich zweimal mitgenommen. Wie viel sind hier drin? 175 Gramm sind hier drin. Ja, so, dann haben wir hier noch was von Hohmann. Pikanter Nudelsalat mit gegrillten Paprika. Einmal das hier. Hier sind 375 Gramm drin. Das sieht so aus. Habe ich zweimal mitgenommen. Fürs Wochenende, manchmal muss es einfach so schnell gehen, gerade wenn es so warm ist, habe ich eigentlich nicht so richtig viel Lust zum Kochen einfach. Deswegen kommt mal was Schnelles einfach, mal ein bisschen was oder mit gehacktes Bällchen oder was dazu oder Fleisch ein bisschen was. Ja, es kommt immer drauf an, was wir dann essen, so, wo wir mal Hunger haben. In der Wärme hat man so und so kaum Hunger, finde ich. So warm, wie es jetzt schon wieder ist. Genau. Dann habe ich hier noch Tortellini mit Käse, hergestellt in Deutschland mit Käse aus der EU und nicht EU. Hä? Naja, egal. Einmal die hier. Das sind solche Spätzle. Tortellini sind das. Da ist Käse mit drin. Hier sind 400 Gramm drin. Schmecken sehr, sehr lecker. So, dann habe ich hier einmal Rollmops mitgenommen. Das ist einmal der hier. Die sind so eingerollt. Der hat 95 Cent gekostet. Esse ich sehr gerne auf die Schnitte. Sehr, sehr, sehr lecker. Nicht alle essen Fisch, aber die Fisch essen ist sehr lecker. So, dann habe ich hier Tagliatelle. Frisch Eier, Teigware nach italienischer Art vorgegart. Das sind doch, glaube ich, Tortellini. Die heißen doch Tortellini, glaube ich, hier. Sind 600 Gramm drin. So sehen die aus. Ja, wollten wir gerne mal. So, dann habe ich hier was mitgenommen. Das sieht einmal so aus. Das ist einmal 500 Gramm sind hier drin. Frischkäse, Kräuteraufstrich. Genau, hier sind 0,5 Kilo drin. Ja, 500 Gramm, habe ich ja gerade gesagt. Ja, wir essen gerne mal Frischkäse.
auf der Schnitte. Gehe sehr gerne, also verkehrt rum. Ja, wir essen sehr gerne Frischkäse. Gerade wenn mein Freund Arbeitsschnitten macht, da muss immer Frischkäse drunter oder irgendwas anderes. Ja, dann habe ich hier noch Joghurt mild mitgenommen. Cremig gerührt. Ja, gerührt. 3,5% Fett. Ich wollte mal wieder Joghurt, mal wieder früh essen. Deswegen kam Joghurt einmal mit. Da hier sind 500 Gramm drin. Genau. Dann habe ich hier gehacktes mitgenommen. Schweinefleisch zum Braten. Hier sind 500 Gramm drin. Das sieht einmal so aus. Hier habe ich, glaube ich, rund 3 Euro bezahlt. 2 Euro noch. Was habe ich, glaube ich, noch gezahlt? Ja, 3 Euro. Geht aber noch als wie im Laden. Im Laden zahlt man für so ein gehacktes, glaube ich, schon 5 Euro, habe ich schon mal gesehen. Oder 4 Euro noch was. Sowas eine Art. Hier habe ich dann nochmal mitgenommen. Zweimal. Dann habe ich hier noch Hohmann Hotdog Soße Sweet One mitgenommen. Die hier. Da sind, wie viel Gramm drin? 450 Milliliter sind hier drin. Schmeckt sehr lecker. Die Burgersoße. Also Hotdog-Soße oder Burgersoße kann man das benutzen. So, dann habe ich hier noch Mühle Frikadelle Klassisch mitgenommen. Also mein Freund hat das mitgenommen. Hier sind 165 Gramm drin. Das kam zweimal mit. Mein Freund isst gerne Buletten, deswegen kam er mit. Ich habe extra gehacktes eigentlich mitgenommen, aber er hat es trotzdem mitgenommen. Egal. Für zwischendurch oder für die Arbeit nimmt er so gerne mal so Kleinigkeiten mit. So, dann haben wir hier noch Bauern Kartoffelsalat mit geräucherten Bauchschinken. Okay. So einmal, hier sind 400 Gramm drin. Ja. Kam zweimal mit. Und dann habe ich hier noch einmal Fleischsalat mitgenommen. Hier sind 400 Gramm für 1 Euro, habe ich noch mitgenommen. So, dann ist erstmal die erste Tüte alle. Oh, jetzt kommt die zweite Tüte, ich habe mir gerade wehgetan. Dann haben wir hier noch von Zott Liebling Trio cremige Milchsnack. Schokolade, Vanille und Erdbeer. Hier sind 8 Stück drin. So sehen die aus. Mit Vanille, Erdbeer und Schoko. 8 Packungen sind hier drin. Ich kann es euch mal zeigen, wie sie von innen aussehen. Verpackung muss ich so aufmachen. So hier. So wie eigentlich wie Milchschnitt oder Pinguinschnitte. So sehen sie aus. Kam zweimal mit, aber die haben, glaube ich, so 1 Euro noch was gekostet. So 1,50 Euro, so eine Drehe, eine Packung. Dann habe ich hier noch was von Dr. Oetker mitgenommen. Partys Creme Schokolade, das ist Pudding. Aber nicht mit Milch, sondern mit Milch, aber mit kaltem Milch. Die muss man nicht kochen, sondern einfach Milch rein, wie es hier hinten steht. Hier steht kalte Milch in einen Rührbecher geben, Cremepulver hinzufügen und mit einem Mixer berühren. Auf niedriger Stufe kurz verrühren, alles etwa 3 Minuten auf höchster Stufe cremig aufschlagen. Partycreme in Gläsern oder in eine Schale füllen, bis zum Servieren in den Kühlschrank hineinlegen. So sieht das dann aus. Genau. Steht auch hier oben 300 Milliliter Wasser für 4 Personen. Naja, für 4 Personen. Mehr so für 2 Personen ist es okay. Kam einmal ein Schoko mit. Dann haben wir hier noch solche Bifis mitgenommen. Das sind die Carazza. Da waren 3 Stück drin gewesen. Solche runden. Das Käse, Salami. Und so eine Soße drin mit Tomatensoße. Die haben wir schon aufgegessen. Dann habe ich hier noch von Gutfried Junior Geflügelwürstchen würzig frisch mitgenommen. Das sind einmal die, das sind hier die kleineren.
Da sind 2, 4, 6 Stück drinnen. Kam 6-mal mit. Oder? Ja. Bei 3 Stück haben 2 Euro gekostet. Genau, 2 Euro. 3 Packungen. Und hier sind die nächsten 3 Packungen. Dann haben wir hier noch Via Würdig die Würstchen mitgenommen mit Käsegeschmack. Die hier. Die haben 80 Cent gekostet und hier sind nur 3 Stück drin. Aber die sind richtig schön dick. Und die kamen 3-mal mit. Hier sind die 2 und 3. Dann habe ich hier noch was von Dekor von Dr. Oetker mitgenommen. Kreation. Wenn man Kuchen backt oder sowas. Oder für Eis zum Dekorieren, zum Draufmachen. Die haben 50 Cent gekostet. Kann man wirklich nicht meckern. Und hier sind 60 Gramm drinnen. Und hier steht neu. Haben die auch ein Verweildatum? Ja. Okay. Ja, schlecht wären die ja nicht. So, das ist die zweite Verpackung. So, dann habe ich hier einmal von Mozzarella 45% Fett mitgenommen. Hier sind 125 Gramm drin. Ja, den isst gerne mein Freund. Den habe ich 2-mal mitgenommen. Der liebt die über alles. So, dann kommt ein Käse, den ich über alles liebe. Der ist aber so teuer. Wir haben, glaube ich, fast 2 Euro, glaube ich, dafür bezahlt. 1,85 Euro oder 1,95 Euro. Das ist der hier. Von Resident La Bricue. Fein und aromatisch. Der schmeckt sowas von lecker. Wirklich sehr lecker. Hier sind 200 Gramm drin, schmeckt aber Bombe. Der ist so schön weich, man kann hier reindrücken. Der ist sowas von weich. Den haben wir 2-mal mitgenommen. So, dann kommt hier nochmal der Pudding mit Vanillegeschmack. Habe ich nochmal mitgenommen, weil ich ja kein Schoko esse. Ja, mein Freund ist ja Schoko, ich Vanille. Und unser Sohn von beiden so ein bisschen immer mal. So, abwechselnd beide Sorten. Dann kommen wir zu Pudding jetzt. Dann haben wir von Müller Joghurt mit der Ecke Natur-Nuss-Müsli cremiger Joghurt. 150 Gramm sind hier drin. Einmal der hier. Dann kommt der gleiche nochmal. Und dann nochmal, also den war 3-mal. 3 Stück für 1 Euro waren die. Gewesen. Dann haben wir hier noch von Müller Joghurt mit der Ecke Naturcreme mit Beeren, Müsli, cremig Joghurt, auch 150 Gramm. Dann haben wir einmal den Joghurt mit der Ecke Schokomüsli mitgenommen, den hier. Hier sind auch immer 150 Gramm drin. Und dann haben wir von Müller Joghurt mit der Ecke, Waffel, Würfel mitgenommen. Die isst mein Sohn sehr gerne. Und ich wollte mal ein bisschen Müsli essen. Deswegen hatte ich die Puddings mitgenommen. Aber ich werde nochmal so eine große Müsli-Tüte holen. Ja, für meinen Joghurt. Genau, aber den gab es leider dort gerade nicht. Deswegen, ja, dann haben wir hier nochmal Waffelwürfel mitgenommen mit Joghurt. Da kommen noch ein paar. Hier kommt nochmal so eine mit Waffel. Würfel. Dann haben wir hier noch extra Vanille Jan Marquinen Vanusgras Pudding mit Vanille, also mit Vanillegeschmack. Pudding mit Vanille, hier sind 4 Stück drin, 500 Gramm und ein so ein Pudding, so ein Ting hat 125 Gramm. Ja, die sind sehr groß. Genau. Die haben wir 2-mal mitgenommen mit Vanillegeschmack. So, dann haben wir hier nochmal die Beerenmüsli von Müller. Dann habe ich hier noch einen mit Beerenmüsli. Dann habe ich hier noch Schokomüsli mitgenommen. Hier kommen nochmal 2-mal. Ich habe schon gar keinen Platz mehr. Dann habe ich noch Tomatenmozzarella mitgenommen mit
Brotaufstrich von Pop. Pop, Pop. Achso, und der andere ist von iBacon. Auch von Pop. 150 Gramm sind drin in eine Packung hier. Und so eine 150. Und einmal das hier. Das kommt zweimal. Also hier sind noch die letzten zwei Stück. So, dann ist die zweite Tüte auch schon wieder leer. Jetzt haben wir nicht mehr so viel, aber auch noch eine Kleinigkeit. Hier habe ich noch die Fuigo Furito Kit. Inhalt 8 Weizenmehl Tortillas Burrito Sauce. Ach, da sind die drin. 500 Gramm Fleisch ist drin. Ein Salat, 3 bis 4 Tomaten und 100 Gramm Käse. Zubereitung in 20 Minuten. Ja, warum nicht? Das ist einmal so hier. Das sind so welche. Ach, hier, 8 Stück. Das sind solche runden, die sind so rund wie Fladenbrot. Fladenbrot? Ist das Fladenbrot? So, das ist eine Art, aber ganz dünn. Seht ihr das? Was ihr auch immer auf den Döner mit drauf bekommt, hier, wenn ihr Dürüm isst. Bei uns heißt das Dürüm. Der runde, gerollte Döner. Wenn ihr so besser weißt, wisst, was ich meine. Hier sind 510 Gramm drin. Ja. Wenn es mal schnell gehen soll, mal. Das haben wir dreimal mitgenommen. Ich zeige euch aber jetzt nur zwei, weil eins hat meine Mom bekommen, weil die gerne auch eins haben wollte. Deswegen. Genau. Hier habe ich nochmal die Goldfelder Pfefferbeiser mit feine Pfeffern. Note rauchfrisch. Mensch, 500 Gramm. So warm, da hat man manchmal gar keine. Ja, man hat schon Lust, aber die Sprache ist manchmal irgendwie weg. Durch die Wärme so. So, dann habe ich hier noch welche Salami Edelschimmel mitgenommen. Lufttrocken, ungleich geschnitten. Hier sind einmal die hier. Und so, hat 1,30 Euro, glaube ich, nur gekostet. Und wie viel Gramm? 170 Kilo, also 170 Gramm sogar, glaube ich. Wenn ich es richtig gerechnet habe, umgerechnet habe. Dann haben wir hier nochmal was von Wiesenbauer mitgenommen. Wiener Horigen Aufschnitt. Hier sind 0,434 Kilogramm drinnen. So, das sind die hier. Das sind hier so 3 oder 4 verschiedene Sorten drin. Hier sind einmal die hier. Und hier unten liegt noch irgendwo eine Sorte. Genau. So, dann kommen wir zu guter Letzt noch zu den Getränken. Hier haben wir nochmal die von Granatapfel, den Tee. Hier sind wie viel drin gewesen? 170 Milliliter. Die haben wir zweimal. Dann kommen noch einmal. Also 3 Stück haben ja 2 Euro gekostet. Und da haben wir noch einmal. Noch einmal. Weil mein Freund liebt die über alles. Deswegen war die so gut. Günstig waren die halten auch nicht lange. Die sind so schnell alle. Ja, da haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück davon. Also von den hier. Müsste mal wirklich probieren, die mit Granatapfel. Da gibt es auch noch andere Sorten. Die Verpackung ist, glaube ich, Türkis gibt es noch. Die Verpackung, welche gibt es noch? Rot. Gibt es ganz viele verschiedene. Kriegt ihr auch im Laden so zu kaufen. Ja, die sind auch vegan. Eiskalt genießen. Eiskalt genießen, vegan. Okay. So, das ist das allerletzte Produkt. Und wie viel haben wir dafür ausgegeben? Ich glaube, wir haben. Warte. 70 Euro, rund 70 Euro ausgegeben. Rund gerechnet 70 Euro. Genau, einen Kassenzettel habe ich jetzt gerade hier nicht liegen und ich komme jetzt auch hier nicht raus. Ja, rund 70 Euro haben wir dafür den ganzen Einkauf bezahlt.
ist schon eine ganze Menge, was wir hier gekriegt haben. Ja. Und der Eistee, der hier, der mit Granatapfel, der schmeckt sowas von lecker. Oder auch die hier, die Edelschimmel, die schmecken sowas von lecker. Mm. Mein Kind freut sich mehr über die hier bestimmt. Die kann er aufessen. Irgendwie. Ja, so, das werde ich jetzt alles erstmal in den Kühlschrank legen. Muss es ja auch erstmal. Schön kalt. Ja. Ja, und was wir nicht bekommen haben dort im Angebot, ja, dann gehen wir da meistens immer zu Netto oder zu Kaufland, sowas. Holen immer noch das Restliche, so, wenn wir noch was brauchen oder sowas. Das holen wir uns davon immer dann. Meine Haare. Ja, ist ganz schlimm. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dieses Food Haul. Ja, Food Haul. Steht es auch scharf. Dankeschön. Genau. Entschuldigung. Ja, so, ich hoffe, dass das Video hat euch gefallen, dem Food Haul. Mensch, red langsam. Da kommt auch wieder alles ordentlich raus. Genau, mein Lieben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen, über einen Kommentar. Und wenn ihr unten die Glocke aktiviert, verpasst ihr auch kein einziges Video mehr von mir, meine Lieben. So, ich sage euch noch einen schönen Tag, Mittag, Abend. Wenn ihr das Video auch gerne schaut, weiß ich ja nicht. Bei mir ist es jetzt gerade 15.43 Uhr. Ist es gerade bei uns. Ja, draußen bullig warm. Ja, genau. So, meine Lieben, ich beende jetzt das Video und sage Tschüssi, bis zum nächsten Food Haul. Tschüssi, meine Lieben, habt noch einen wunderschönen Tag oder eine schöne Nacht.